Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch weiterführendes Material zum Schweißer Campus in Krefeld liefern, wie in meinem ersten Video zur Eröffnung des Schweißer Campuses versprochen. Das Video findet ihr übrigens hier oben, wenn ihr auf das i klickt, erhaltet ihr hier nun ein weiteres Video, was ich dort vor Ort noch erstellen konnte. Und zwar hat uns Herr Daniel Larsen den Schweißsimulator erklärt. Ein Schweißsimulator ist eine schöne Einrichtung. Hier können Schweißer den Umgang mit dem Schweißgerät und das Erstellen einer Schweißnaht an einem oder in einem Simulator erlernen. Wie genau das funktioniert, wird uns Herr Larsen jetzt erklären. Allerdings ist Herr Larsen oder hat Herr Larsen die Erklärung auf Englisch ausgeführt. Das heißt, ich werde hier etwas für euch dolmetschen und ihr könnt natürlich auch die Untertitel unter diesem Video einschalten, um natürlich seinen Ausführungen zu folgen. Also viel Spaß bei der Erläuterung des Schweißsimulators. Welcome, my name is Daniel. I'm sorry, I'm gonna take this in. Willkommen, mein Name ist Daniel. Es tut mir leid, diesen Vortrag auf Englisch zu halten. Mein Deutsch ist leider nicht so gut. Heute möchte ich mit Ihnen über Visualisierung in der Bildung sprechen. In diesem Fall das Schweißen. Wie Thomas bereits schon angemerkt hat, bilden wir Piloten in Simulatoren seit den 1930ern aus. Und warum machen wir das nicht auch mit Schweißern? Die Technik, die wir verwenden, nennt man Augmented Reality. Das Augmented Reality bedeutet verbesserte Realität. Wenn Sie es mit Virtual Reality vergleichen wollen, Virtual Reality ist etwas, das Sie sehen, aber es existiert nicht. Man kann es nicht anfassen, aber Augmented Reality bringt das Ganze einen Schritt weiter. Man kann es fühlen, anfassen, aber dennoch kann man damit machen, was man will. Ich zeige es Ihnen. Der Hauptfokus hier liegt auf dem Lehrling und ihm die motorischen Abläufe beizubringen. Vielleicht haben einige von Ihnen sich schon am Schweißen versucht und festgestellt, welche Schwierigkeiten das am Anfang bereitet. Das Muskelgedächtnis umfasst vor allem die Winkel der Hand und die Bewegung. Wenn wir dies bereits im Simulator vermitteln können, so hat der Lehrling am echten Schweißgerät bereits Grundkenntnisse. Wenn er den Knopf drückt, muss er mit gleichmäßiger Geschwindigkeit an der Naht entlang gleiten. Das ist sehr wichtig. Und hier können wir uns genau auf diesen Punkt konzentrieren. Und da wir hier einen Simulator benutzen, sparen wir jede Menge Zeit sowie auch Geld, da sonst jede einzelne Platte für das Schweißen einzeln vorbereitet und natürlich dementsprechend zugeschnitten werden müsste. Hier im Simulator können wir einfach unseren Knopf drücken, schweißen und es einfach direkt noch einmal versuchen und das auch noch wesentlich effizienter. Nun gut, ich weiß nicht so recht, wir haben nicht viel Zeit, also zeige ich es Ihnen einfach. Ich werde versuchen zu schweißen und gleichzeitig noch weiter zu reden, aber bitte. Das ist zum Beispiel ein Schweißschutzschirm, wie man ihn im normalen Gebrauch nutzt. Es ist üblich, so einen zu tragen. Normalerweise setzt man diesen auf. Das Problem hier ist, dieser hat eventuell ein Kabel, aber dieses wird man nicht so stark merken. Der hier verwendete Schweißergriff ist im Großen und Ganzen derselbe, wie wir ihn an einem ganz normalen Schweißgerät vorfinden. Dieser hier zum Beispiel ist von einem richtig guten Hersteller, der richtig gute Schweißgriffe produziert. Im Großen und Ganzen ist alles exakt das Gleiche wie bei einem echten Schweißgerät. Wie Sie sehen, wir haben Spannung, Strom, Drahtgeschwindigkeit und natürlich das Gas in Liter pro Minute. Eigentlich ist es im Großen und Ganzen ein ganz normales Schweißgerät. Jeden Parameter, den Sie hier sehen können, werden Sie also auch an einem echten Gerät finden. So, und das, was Sie jetzt hier sehen, ist das, was der Lehrling oder der Schweißer auf dem Bildschirm in seinem Helm sieht. Jetzt drücke ich einfach mal den Knopf und Sie sehen die Platte. Das ist die Augmented Reality Technik. Sie sehen, wir haben die Platte gewechselt und wir können sie anfassen und fühlen. Das ist der Hauptunterschied zwischen Virtual Reality und Augmented Reality.
Ich werde jetzt mit dem Schweißen beginnen. Der Schweißlehrling wird beim ersten Mal schweißen hier durch dieses System natürlich in einer Klassenumgebung arbeiten. Dieses ist vollkommen entspannt. Because welding creates heat, as you know, and it can be. Denn zum Beispiel beim normalen Schweißen würde hier starke Hitze oder starke Geräuschentwicklung entstehen, wie Sie vielleicht wissen. Und das könnte natürlich den Lehrling sehr nervös beim ersten Mal Schweißen machen. Dieses wird hier nicht entstehen und auch ein großer Vorteil, der Lehrer kann die ganze Zeit neben ihm stehen und das Gleiche sehen, was natürlich hier der Schweißer auch sieht. Und jetzt kommt der beste Teil. Die Maschine beurteilt den Lehrling, je nachdem, wie gut man den Winkel einhält und so weiter. Es gibt hier drei Stufen, Beginner, Fortgeschrittener und Experte. Wenn man auf den Expertenlevel ist, ist man bereit, mit einem echten Schweißgerät umzugehen. Die Maximalpunktzahl beträgt hier 100, also ich habe hier gute Arbeit geleistet. Man sieht einen Winkel hier und das sagt dem Lehrling, wie man das Gerät in der Relation zum Werkstück halten muss. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir das Schutzgas richtig einsetzen. Wenn man das Gerät, den Brenner, in einem zu steilen Winkel hält, schießt das Gas über die Naht hinaus und schützt so das flüssige Material natürlich nicht. Also immer daran denken, dieses ist sehr wichtig. Dann haben wir den Abstand, den können wir hier natürlich auch sehen. Es ist sehr wichtig, dass der Lehrling nicht einfach so arbeitet, das nicht einfach so macht. Schweißen ist eigentlich eine Kunstform. Es muss gleichmäßig über die gesamte Naht ausgeführt werden. Und dann haben wir die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit und gleichmäßige Geschwindigkeit. Es soll dann natürlich geschmeidig und gleichmäßig sein. Und wir können hier natürlich sehen, wenn etwas suboptimal läuft. Unter 80 Punkte ist es rot. Und der Lehrer kann dem Lehrling sagen, alles andere lief gut. Man muss hier dem Lehrling das Gefühl geben, ich mache etwas richtig. Und der Lehrer sagt, wow, du musst in einigen Bereichen zwar noch etwas üben, aber du machst deine Sache doch im Großen und Ganzen sehr gut. Du schlägst dich sehr gut. Und der Lehrling wird so natürlich motiviert. Wir verfolgen den qualitativen Support anstelle eines Computerspiels. Wir sind mit der Zeit gegangen und jetzt in der digitalen Ära. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden. Danke. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Wie gesagt, ich habe noch mehrere Videos im Schweißer Campus erstellen können. Diese findet ihr, wenn ihr hier zum Beispiel auf das i klickt oder unten in die Videobeschreibung schaut. Hat euch dieses Video hier in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.